Das Areal beim Bahnhof St. Pfide in der Stadt St. Gallen war früher ein öder Ort, ein unternutzter Brache und Parkplatz. Ein Ort, wo man sich nicht unbedingt aufhalten wollte. Das Areal gilt als künftiges Entwicklungsgebiet der Stadt St. Gallen. In den letzten Jahren ist aber nicht viel passiert. Ein Stillstand. So sind einige Leute aus dem Quartier auf die Idee gekommen, den Platz als Zwischennutzung zu beleben, aufzuwerten, zu begrünen und für das Quartier zugänglich machen. Wir haben den Verein Areal Bach gegründet, mit dem Ziel, den Platz mit vielen Bäumen und Sträuchern aufzuwerten. Das zusammen mit der Bevölkerung. Sicher auf unsere Vision war super. Und auch bei der Stadt sind wir mit der Idee der Zwischennutzung auf offene Ohren gestossen. Wir haben dann Informationsveranstaltungen organisiert, haben Ideen gesammelt aus der Bevölkerung und so sind ganz viele spannende Projektideen für das Areal entstanden und die Begeisterung ist gewachsen. Ein Architekturbüro hat uns in den technischen und planerischen Fragen unterstützt. Geplant haben wir dann verschiedene Zonen für unterschiedliche Nutzungen und Ansprüche. Reine Biodiversitätsflächen auf der einen Seite, aber auch Begegnungs- und Veranstaltungsorte. Wir haben auch verschiedene Unternehmen, Institutionen und Stiftungen können mit ins Boot holen. Sie alle haben zusammen mit der Stadt St. Gallen bei der Finanzierung dieses Projekts mitgeholfen. Auch Private haben uns unterstützt und das war ganz entscheidend in Form von Baumpatenschaften. Aktive Partizipation bei der Begrünung, sozusagen. Im Herbst 2020 ist es dann losgegangen mit den Bau- und Gestaltungsarbeiten. Wir haben zusammen mit Projektpartnern Teil der Parkplätze abgedeckt, mit Erd- und Kiesmaterial gefüllt und haben so den Untergrund gesetzt für einen wunderbaren Naturgarten. Ein Teil vom Asphalt haben wir auch entsiegelt. Und wir haben rund 150 Bäume und Sträucher gepflanzt, sowie auch etwa 3000 Quadratmeter Ruderalflächen erstellt mit Kleinstrukturen, Stein und Totholz. Es ist ein urbanes Biodiversitätsparadies entstanden. Das Areal Bach haben wir im Frühling 2021 dann endlich dürfen eröffnen. Verschiedene Projekte wie der Naturgarten, eine Kinderbaustelle, Gastronomie, ein Barfußweg, ein Naschweg, ein Kulturgarten, aber auch ein Allmendplatz für Begegnungen sind entstanden. Zumitzt in der Stadt St. Gallen haben wir jetzt die etwa 10'000 Quadratmeter grosse Oase, einen neuen Lebensraum für Mensch und Natur. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr entwickelt sich das Areal Bach stetig weiter. Neue innovative Projekte und Veranstaltungen sind laufend dazugekommen. Das Areal Bach blüht auf. Die Natur breitet sich im zweiten Jahr noch stärker aus. Eine grosse Vielfalt an Tier und Pflanzen können beobachtet werden. Das Areal Bach ist bei den Menschen und bei der Natur angekommen. Das Areal Bach hat höchste Anerkennung verdient, wo höhere Biodiversität geschaffen worden ist und einen höheren Wert für viele Nutzer. Das ist inspirierend für weitere Zwischennutzungen und beispielhaft. Wir sind offen für neue Ideen und Weiterentwicklung. Das Areal Bach soll ein Ort sein, um experimentieren und neue Sachen auszuprobieren. Aus einer Brache ist eine grüne Oase auf die Zeit entstanden. Und wir sind überzeugt, das Areal Bach fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sensibilisiert für Biodiversitätsthemen. Und das Wichtigste zum Schluss, das Projekt ist nur dank allen Mitwirkenden und Teilprojekten sowie unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer zu dem geworden, was es ist. Die Anerkennung und der Dank gehört Ihnen.